Mein Name ist Manfred Roos, ich komme aus dem Würzburger Raum, zwischen Würzburg und Aschaffenburg, um genau zu sein. Kleines Dorf mitten im Spessart. Ich war früher tätig als Holztechnikingenieur im Ladenbau. Dann war ich in München zum Studium, wollte mich weiterbilden auf Berufsschullehrer. Habe katholische Theologie als Zweitfach gehabt und habe mich wie viele interessiert für alles Mögliche, für UFOs, für Freimaurer. Da gab es ja jede Menge Material. Ich hatte auch einen Schulkollegen, der hat mir ein Buch gegeben, das in Deutschland auf der Liste stand, die geheimen Gesellschaften und so. Da war ich also immer sehr begeistert von dem Thema, was da so zurückgehalten wird an Informationen über Freimaurer und so. Ich habe früher als Kind immer gern die Bibel gelesen. Ich habe mir auch als Kind schon vorgenommen gehabt, irgendwann lese ich sie mal ganz durch. Habe es aber immer wieder verschoben. Und so ungefähr 2002 bin ich aus der Kirche ausgetreten dann. Ich habe auch das Studium abgebrochen in München. Ich habe dann nur noch bei der Post gearbeitet. Im Jahr 2008, 2009 ungefähr, da habe ich mich mit meinem jüngsten Bruder unterhalten über Freimaurer. Das weiß ich noch so ziemlich genau. Und da hat er gesagt, ja, dazu hat er ein interessantes Video gesehen im Internet vom Walter Veit. Und mehr hat er da gar nicht gesagt. Er hat es auch nicht ganz gesehen, nur stückweise. Hat man auch nicht viel erzählen können dafür. Und irgendwann bin ich dazu gekommen und habe dann im YouTube selber diese Videos aufgerufen und habe mir die Serie komplett angeschaut. Und da ist mir das erste Mal im Leben das Licht aufgegangen und ich habe eine Verknüpfung gefunden zwischen den ganzen, ja, was UFOs betrifft, was Freimaurer betrifft, besondere solche Phänomene oder dämonische Manifestationen oder Kartenlegen. Ich war da selbst ja auch, wie soll ich sagen, ich habe mich da auch mit beschäftigt, mit Wünschelrouten gehen oder Kartenlegen und habe auch so Kartenlegerinnen befragt und so. Und ich habe immer gedacht, da ist was dran, was Übernatürliches. Und irgendwie, und durch die Gnade, kann man sagen, dass ich die Wahrheit erfahren habe über den Walter Veit, ist mir klar geworden, wie mein Leben lang, wie ich halt auf dem falschen Weg, aber wie Gott mich auch geführt hat, ne, wie Gott mich auch durchgeführt hat, um auf die Wahrheit draufzukommen und wie viel Erfahrung ich auch sammeln konnte aus dem anderen Gebiet, so wie der Walter Veit auch. Der hat ja auch viele Erfahrungen gehabt mit, ich habe auch mal teilgenommen an so einer Tischrücksitzung. Ich wusste, das funktioniert. Ne? Und ich wusste aber nicht, was da alles dahinter steckt. Und durch diese Offenbarungsserie von Walter bin ich eigentlich dann drauf gekommen, was die Wahrheit ist, dass die Bibel und das Evangelium und ich habe auch Gott um Vergebung gebeten und habe dann auch Vergebung erfahren, habe das dann meinem Bruder weitererzählt und mein älterer Bruder hat es dankbar angenommen, der hat es auch mittlerweile getauft, ist auch in die Adventgemeinde. Ich habe damals auch so circa 2009 meine Frau kennengelernt im Internet und da habe ich ihr erzählt von der Adventgemeinde. Ich selber war noch in München, ich habe auch eine Adventgemeinde in der Nähe gehabt. Und da habe ich gedacht, naja, ich gehe halt mal hin und schaue es mir mal an. Ich war ja ursprünglich katholisch und seit 2002 war ich in keiner Glaubensgemeinschaft mehr und wurde sehr freundlich begrüßt vom Klaus Elzner. Und seit der Zeit gehe ich eigentlich regelmäßig in die Gemeinde und habe auch viele Freunde gefunden und habe das dann mit meinem Bruder geteilt, das Wissen und auch die Führung durch den Heiligen Geist, was ich dann persönlich erlebt habe, dass eben der Heilige Geist mir auch neues Licht geschenkt hat und immer wieder bestätigt hat, gewisse Sachen oder gewisse Fragen, die ich hatte. Und zum Beispiel, was die Marion Barry betrifft, was die wenigsten aus der Gemeinde wissen, da habe ich viel Licht erhalten und diese Zeitlinien. Und das ist alles hochinteressant, das ist ein ganz spannender Weg. Aber ich merke doch immer wieder, wie Gott ständig wirkt. Und ja, ich habe das versucht dann in der Familie, eigentlich allen Familienmitgliedern, aber die wenigsten haben es angenommen, ne? Außer mein Bruder und seine zwei Töchter. Aber ich habe die Hoffnung, dass es noch mehr werden, ne? wenn wirklich das Sonntagsgesetz kommt und die Krise kommt und sich alles bestätigt, was ich auch erzählt habe schon in der Gemeinde oder in der Familie, was passieren wird, habe ich große Hoffnung, dass ich da noch viele
zur Gemeinde hinzutun. Ja, und ich bin ganz froh, dass die Larissa heute getauft wird. Und was noch zu sagen ist, meine Frau hat sich ja dann auch mit mir zusammen taufen lassen auf den Philippinen. Meine Schwester, meine jüngste Schwester. Ich habe 4 Schwestern noch. Und die hat sich auch mittlerweile taufen lassen, die Maria. Jetzt hat sie doch die Wahrheit erkannt. Ja.